Los geht's. Willkommen bei Unspielbar, dem Format, bei dem wir unsere Kollegen durch fiese, fiese Spiele jagen. Und dieses Mal räche ich mich an Markus, weil er mich durch Crash Bandicoot gescheucht hat. Wird geil. Unspielbar. Markus, guter Freund, hallo. Na, hallo. Wie geht es dir? Mir geht's hervorragend. Hast du richtig Bock jetzt auf Unspielbar? Ich hab richtig Bock jetzt durchzuziehen, ja. Sehr schön. Hast du eine Vermutung, was jetzt auf dich zukommt? Also welches Spiel? Also wenn du fair bist, hast du ja zumindest ein ähnliches Genre gewählt. So. Ja. Und ich sehe ja, was hier rumsteht. Da sehe ich eine Switch. Korrekt. Und das ist ja eine Kinderkonsole, ne? Also da sind ja nur Pipi, Kaka, einfache Kinderspiele drauf. Jetzt bin ich gespannt, ja. Ich habe keine Vermutung, aber es ist bestimmt ein sehr einfaches Jump'n'Run, was du mir jetzt vorwirfst. Okay. Das ist jetzt einfach das, was ich sagen würde. Ich weiß sogar, dass du es schon gespielt hast. Oh. Es ist Hollow Knight. Ach, okay. Okay. Die Reaktion kann ich gerade nicht einordnen. Weißt du, welche Art? Nein. Ich wünschte, ich hätte es durchgespielt jetzt an dieser Stelle. Korrekt, aber dadurch, dass ich weiß, dass du es nicht getan hast, war das mein Moment anzusetzen und zu sagen, okay, warte mal, da gibt es nämlich eine richtig schöne Stelle, die ich mir rausgesucht habe. Und zwar, sehr beschreibend, der Path of Pain. Der Pfad des Schmerzes. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Der Pfad der Schmerzen will seinem Namen alle Ehre machen. Wem die Herausforderung im Endgame von Hollow Knight noch zu lasch ist, glaub mir, das ist er nicht, kann sich an diesem optionalen Folterabschnitt versuchen. Der zerrt mit Sägeblättern, Dornenranken, Stachelplattformen und unbesiegbaren Dreckskäfern an den Spielernerven. Die Gefahr ist allgegenwärtig und die Zeit zum Verschnaufen rar. Nur wer das Movement perfektioniert und auch bei hohem Risiko cool bleibt, hat eine Chance. Der Pfad der Schmerzen ist der ultimative Geschicklichkeitstest für alle Hardcore-Hollow-Knighter. Zu meinem und hoffentlich auch eurem Amüsement ist Markus all das nicht. Oder? Viel Glück auf dem Pfad der Schmerzen. Danke. Ja, 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 ja. Super, danke. So, muss ich hier runterspringen, Sebastian? Nein. Du musst hoch an der Wand. Okay. Das sieht ja schon ganz gut aus, was der Markus da macht. Gut. Also, wie war denn jetzt Markus' Erfahrung mit Hollow Knight? Es tut mir sehr leid, das so zu sagen, aber holy shit. Dieser erste Abschnitt ist zum Reinkommen richtig, richtig kacke. Ich musste das auch. Ich habe Hollow Knight zwar durchgespielt, den Teil aber nicht gemacht. Und da wieder reinkommen. Oh, okay. Ich bin sehr gespannt, wie er sich schlägt. Ich befürchte ja, dass das jetzt unglaublich lang ist, ne? Ja, du hast immer Checkpoints, aber der erste Abschnitt das ist. Sieht schon mal ganz gut aus, was der da macht. Eieiei. Das ist ja schon mal unfair mit dieser Säge, die sich da oben bewegt. Naja, geht. Aua. Ich kann mich noch an der Wand festhalten. Ach so. Ja, jetzt hast du sie aufgeladen, das ist doof. Jetzt fliegst du direkt in die Stacheln. Kann ich mich auch festhalten, ohne mich aufzuladen? Naja, wenn du sie halt immer nur antippst. Aber dann rutschst du halt ganz langsam. Also sie machen auch den Honig-Charm, ne? Den Wabentrick. Ist vielleicht auch nicht des Rätsels Lösung. Ich glaube, es ist nicht Timing. Naja. Oh, da werde ich jetzt schon ganz... Ja, doch. Ja, das war gut. Stark. Was? Aber das ist erstmal nur ein Reinkommen. Das ist jetzt der Teil, wo du dich mit der Steuerung vertraut machen musst. Oh Mann. Okay. Ja, sehr gut. Okay. Sehr gut. So. Das ist richtig. So musst du es machen. Ah. Ist der jetzt so? Also, okay, wie also ist denn jetzt da oben in die Scheißecke drin? Da muss ich ja jetzt mal fragen. Ist jetzt Markus einfach ein fucking Naturtalent oder was? Wieso ist denn der jetzt schon, obwohl er das Spiel nicht gespielt hat, so gut? Ich mache mich größer. Der hat das gespielt, er hat es noch nicht durchgespielt, okay. Aber ich finde trotzdem, dass das Drängen. Erstaunlich ja. gut Bis ist. Das Sägeblatt weg ist und dann springe ich da hoch. Ja, sehr gut. Ja. Sauber und weg. Stark. Ah, da sind Dornen. Ah, ja, okay. Ja. Yes. Und weg. Sauber. Ah. 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 So ein paar Abschnitte hat er noch. Oh. Halt dich doch links. Geh da links, du Automatik. Ich habe Angst vor der linken Wand, da sind Stacheln. Sehr gut. Ja, rüber. Ja. Nein, Zack. Schlagen. Oh. Ja, ja, ja. Ja, er spielt mit Analogstick, ne? Das ist vielleicht auch nicht die allerbeste Schlagen. Idee. Okay. Genau, das musst du verinnerlichen. Da kommt gleich noch eine ganze Menge. Ja. Sauber.
Sauber. Stark. Und Wand. 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 Geil. Ja. Und jetzt rüber. Oh, oh, ist das mies. Oh, ja, 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 ja. Und dann fängst du immer wieder von unten an. Das ist ja so schlimm. Easy. Zack. Ja, oh, zu früh. Oh, ja. Aber der war gut, der war gut. Jetzt, nach unten. Jetzt Dash, dann auf den. Wozu sollte er nach unten dashen können, aber nicht nach oben? Wie, der kann nach oben. Dass es dann zu leicht wäre. Ja, genau. Zu leicht. Wieso dasht der nach unten? Alles voller Dorn. Stimmt zu leicht. So, später. Ja. Sehr gut. Oh, oh, das, also das die ist jetzt Stelle ist ja ultra mies. Wie willst du das denn schaffen? Du musst den nach unten schlagen, damit, damit du durch kannst. Ja, dann? Aber wie gesagt, das ist auch wirklich der kniffligste, also meiner Meinung nach der zweitkniffligste Abschnitt in diesem Run. Ja, wahrscheinlich wird es leichter, ja. Ja. Mhm. Tatsächlich. Ja, ja. Nee, es wird wirklich einfacher. Also den nächsten beiden Abschnitte machst du mit links, schwöre ich dir. Aber es macht auch ein bisschen Spaß, oder? So ein bisschen wie so ein Dark Souls-Boss, ja, an dem ja, man sich so langsam rantastet. Spaß macht das, ja. Ach, der hat den Charme, den ich weiß, dass hier noch 7 andere Abschnitte kommen. Ja, aber die sind alle nicht so, bis auf 1, 2, alle und nicht bei jedem Abschnitt hier dieses nach unten schlagen und Kack-Doppelsprung und so machen muss. Nicht immer. Oh, ja, oh ja. Das ist... Manchmal. Mhm. Und lass dich von dem Nadelöhr da nicht irritieren. Das ist normal. So, sehr und jetzt gut. Hier... Oh, wie ja? soll das da denn gehen? Da hättest du noch müssen jetzt. Dann links Dash, aber dann kommt er doch nicht mehr da hoch. Hä? So, hier. Jetzt dasht er hier lang. Dann muss er hier oben dashen. Hier Pogo, da Pogo, so oder was? Oder? Hier unten? Nee. Yes! Doch, hier noch durchdashen. Er könnte hier dash. Ne, er kann ja nur einmal dashen. Er müsste den schlagen und dann da durchdashen. Oh, ist das eine miese Stelle. Oh, okay. Ist das mies. Das war gut. Schlag, oh. Doppelsprung, Schlag, Doppelsprung, Schlag. Dash. Mal gucken. Willst du dazukommen? Ganz kurz, komm mal dazu. Ach, der Kollege Gäbel. Gut, er cheatet natürlich auch quasi mit der Honigbrosche, ne? Ich habe das gesagt. Naja, er muss ja trotzdem, schaffen. Brosche, das ist für Colin schon ganz cheaten. Das will ja niemand. Nein. Das war auch nicht seine Intention, nein. Diese Aufgabe. Oh, oh. Stark, stark. Guck dir das mal an. Ich reg mich auf. Ja, ja, ich und bin auch zu Hause, aber gerade den. Ich habe auch die ganze Zeit. Fabian Döhler ist im Chat. Na, das ist ja. Bist du nicht gerade auf Hawaii oder sowas? Das ist ja unglaublich, welche Prominenz hier gerade uns im Chat besucht. Applaus an Fabian Döhler. Liegt mal irgendwas. Wann kommt Witcher 4? Sag mal irgendwas, was du nicht sagen darfst. Braucht deutsches Kulturgut, ja. Fabian Döhler, hier wird gefragt, ob er noch am Pokémon Go spielen ist. Du kannst ihn auch fragen, ob er noch atmet. Eine Woche ohne Terror und Leaks. Ja, aber es ist doch gar nichts groß geleakt, oder? Noch wissen wir nichts. Hat sich noch nicht bis nach Deutschland auf jeden Fall rumgesprochen. Wo warst du in L.A.? Was war denn da? Was für ein Event war denn in L.A.? Aber verschenk doch ein paar Keys. Pokémon Go Event. Ach du Scheiße. Okay. Verschenk ein paar Keys im Chat für die netten Leute. Ich muss hier weitermachen, weil ich habe nur noch, ich habe nicht mehr viel Zeit. Gleich muss ich Final Fantasy spielen. Kennst du Final Fantasy? Sinnoh-Tour. Also Fabian Döhler wird gleich ein paar Keys hier im Chat verschenken. Grüße gehen raus. Nee, Final Fantasy kennt er nicht. Ich habe eben Hollow Knight durchgezockt, Fabian.
Was sagst du dazu? Geil, oder? Okay, und jetzt gucken wir hier mal weiter bei den Kollegen von Game 2, wie sie sich da durchquälen. Ja, genau. Du musst da so ein bisschen daneben und Ruhe und Präzision. Ja. Und oh, sehr schön, sehr schön. Sehr stark. Oh, dann springt er da hoch, so dumm. Einmal den Doppelsprung verkackt, ne? Das ist ja so ein Lifesaver manchmal. Aber wenn man dazu hektisch wird, aber er wird nicht. Aber ich wollte gerade sagen, jetzt. Gleich gibt's richtig geile Keys. Den letzten Sprung hat er verschätzt. Ja. Krass. Ja! Im Chat für euch. Sauber! Da müsst ihr aber schnell sein. Okay, Vorsicht, Vorsicht! Nein! Sorry! Richtig krasse Spiele, die noch. Vielleicht auch einfach gemacht sind. Oh. Okay. Das ist auch so gemein, dieses ja. Nicht wissen, was da kommt. Sauber! Sehr gut. Und jetzt. Ruhig, 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 ruhig. Runter und rechts. Rechts, rechts, rechts. Ja. Da und da bleiben und links. Okay, ganz unter dem Ding durch. Und durch. Ja, und runter, rechts. Runter. Oh. Ah, yeah. Du kannst auf den Segen bouncen, ne? Mit Schlag. Oh, nö. Mit Schlag. Okay. Oh, muss ich das auch? Ja. Oh. Nicht auf allen, aber auf ein paar musst du. Weil du ja deinen Doppelsprung und deinen Dash wieder aufladen musst. Das tut mir so leid gerade. Und Football Manager für Switch. Ja! Da muss nun jemand schnell sein. Ja! Guck mal, da ist der erste Key. Was war das Ende? War da der Checkpoint? Ja! Okay, gut. Nur noch den Hämorrhoiden-Schacht runter und dann. Sehr schön, ey. Das beim ersten Mal. Das war sehr weit. Sauber! Heieiei, Profi. Leco mio! Fast! Okay. Döli haut hier die Keys raus. Ja, guck dir das an. Das ist so krass. Keine Regung. Ja. Das ist kein Mensch. Ey, das ist halt das Schlimme auch bei diesem Part. Wenn es halt immer wieder von vorne anfängt. Ich glaube, es gibt Checkpoints. Genau, und da trennt sich dann so der. Und hier geht noch der Key raus für Football Manager für die PlayStation 5. Wer es dann schafft, sich nochmal zu nullen, die Emotionen nochmal runterzufahren. Du bist denn das echte Key-Fenster. Du kannst ein Gewinner sein. Danke. Gewinner schreibt sich mit G wie Markus. Gewinner. Oh, ich hab geschlagen. Aber ich habe halt keinen Bock, hier noch 5 Stunden zu sitzen. Aber es wird passieren. Ich geh nicht. Ich hab mir heute Abend nichts vorgenommen. Traust du dich nicht, den Path of Pain zu machen? Nein. Yes! Hier werde ich zeigen. Und da ist der erste Checkpoint. Ist das ein Checkpoint? Ja, das ist der erste Checkpoint, Mann. Sauber. Das war wirklich erstmal die beschissenste Stelle. Ohne Scheiß, es wird jetzt ein bisschen entspannter. Ey, wie lange habe ich gespielt? 2 Stunden? Keine Ahnung. Nein. 2 Stunden für den ersten Checkpoint. Ja. 1,5 Stunden ungefähr. 1 von 8, ja. Ich weiß es nicht genau, wie viele Abschnitte, aber so um den Dreh. Aber wie gesagt, es ist wirklich der schlimmste Teil. Also noch 7 Stunden. Ja. Das ist zu tief. Egal. Ja. Sehr gut. Nein. Mega cool, danke Fabian, dass du wirklich 3 Keys hier reingeballert hast. Sehr gut. Herzchen mal für. Dash nicht vergessen. Fabian, der einfach hier in. Kommt dir einfach gegen nachts. Yes. In den Chat cool. Und verschenkt dir 3 Keys. Sauber. Super nice. Sauber. Sauber. Yes. Das war er. Geil. Guck, Abschnitt 2. Ich sag doch, gar nicht so schwer. Mann. Ja, das sind so die kleinen, das sind manchmal so super nervige Passagen, aber eigentlich. Yes! Super, ja. Und links schon der nächste Checkpoint, das ist fair. Da ist aber du hast den Checkpoint trotzdem. Ach so, okay. Oh, hier gibt's noch einen Sonic Origins Key für PlayStation. Lass ich mal auf. Wo muss ich lang, links oder rechts? Geht nur nach links, rechts ist die Tür zu. Jetzt kommt ein Part, der ist ein klein wenig tricky. Tricky? Pass auf deine Lebensenergie auf. Oh. Weil du vielleicht. Und nochmal Sonic Origins. Einen Checkpoint Alter, die Spendierhosen an. Du keine Statue hast. Ich habe noch einen Cyberpunk Key. Das ist aus mir beim ersten Mal passiert. Und dann bist du wieder am Anfang. Ist nicht geil. Aber ich will den Wert des Koffers nicht mindern, falls mal wirklich bergab geht mit Rocket Beans. Oh, scheiße. Kann ich den halt immer noch auf eBay setzen. Mich richtig doll hassen. Mit funktionierenden Keys. Oh, fast. Nein. Okay, runter, Dash, ran. Ja, das ist natürlich sehr frickelig. Aber es ist machbar.
Da der Dash. Und dann Dash, ja. Dann hast du es eigentlich fast. Nee, Dash mache ich glaube ich nicht. Ich glaube, du brauchst hier einen Doppelsprung. Gar nicht. Naja, aber Pogo. Oben ist halt eine Säge. Jetzt hier runter, naja, Dash so und dann hier Pogo. Okay. Oder? Da direkt dashen oder so. Sauber, stark. Sehr gut. Und jetzt kommt der beschissene Abschnitt. Ey, Markus ist auch echt gut. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Diese sich bewegende Sägeblatt-Dings-Scheiße, ja? Ja. Die ist eigentlich nur in einem Moment wichtig. Vielleicht nicht am Anfang. Ja, gut. Ey, Fabian, ich habe noch nie ein Merch verkauft, den ich von dir gekriegt habe. Noch nie. Ich habe ein paar weggeschmissen, aber ich habe noch nie was verkauft. Was ich gerade gesagt habe, was er nicht machen soll. Und ich weiß nicht so richtig, warum. Okay. Wer braucht wirklich Cyberpunk-Sneaker? Eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Diese bewegende Sägeblatt-Scheiße, ne? Ich habe wirklich alles. Ich ignorier die mal auf der rechten Seite. Ich habe über die Jahre einiges angehäuft. Okay. Ja, Sonic-Sneaker. Yes. Ich immer noch. Okay, jetzt mache ich das, was ich eben machen wollte. Genau. Jetzt brauchst du die Säge nach rechts kreist. Also jetzt. Jetzt. Und, ja. Oh, das war aber gut. War fast. Ja, fast okay, richtig. Okay. Yes. Mega gut. Gut, okay. Vielleicht kam da noch ein kleiner Abschnitt. Ja. Aber du hast jetzt, glaube ich, schon einen Checkpunkt wieder. Also da bist du jetzt safe. Okay, also ich springe hier in der Mitte einfach nur drüber. Okay. Den Trump-Sneaker hat Fabian bestimmt, oder? Was kostet der? 3.200 Euro oder 3.000, 6.000? Irgendwas so. Ich sollte da nicht draufschlagen, oder? Naja, vielleicht hast du ja noch was anderes, was du vorher machen kannst. Nee, hast du nicht? Boah. Ja! Und dann draufschlagen, okay, ja. Okay, ich bin mega geduldig jetzt. Es wird richtig lang dauern. Das ist okay. Ja. Okay. Yes. Lauf, lauf. Weißt du, damals auf der E3 ja. in unserem Haus, im Whirlpool, da saßen wir zusammen mit Fabian Döhler. Der Daumen ist zu langsam. Und er hat exakt alles vorausgesagt, was in Amerika dann passiert ist. Das ist fast ein bisschen beängstigend. Yes. Ja, siehst du? Dein Schreibtisch. Geil. Nice. Dash, dash, dash. Ah! Wie ruhig du da lang gespaziert bist. Sehr gut. Okay. Naja, was sehr, soll ich sagen? Sehr, sehr gut. Jetzt. Wir hatten ein Haus da halt. Ah. Kommt nochmal eine doofe Stelle. Das ist cool. Ah, okay. Aber es ist noch nicht die schlimmste. Also die geht auch. Aber die, du wirst ein paar Anläufe brauchen. Cool. Okay. Oh, das nice ist schwer. Einfach durchdashen. Geht das nicht so? Ja, okay. Krieg ich hin. Ja. Boah, ist das eine fricklige. Wow. Aua. Das war sehr, sehr gut. Aber da kitzelt sich natürlich jetzt schon in den Fingern, das auch selbst auszuprobieren, muss ich zugeben. Auch wenn ich tierisch abkotzen würde. Ich glaube, ich würde es auch nicht schaffen, aber es ist natürlich. Oh, was? Es tut mir so leid, dass dann gleich noch ein beschissener Abschnitt kommt und das nicht speichert. Nee. Nice. 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 Let's go, let's go. Ah! Das war's noch nicht. Oh, nö. Oh Gott, was? Was ist das denn jetzt? Oh Mann, Sebastian. Hä? Soll ich dir einen Tipp geben? Mann, das ist doch scheiße. Das kann ich doch. Jetzt sterbe ich hier wieder, muss ich die ganze Kacke tausendmal machen. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Du machst da nicht solche komischen Kunststücke, sondern du machst diesen L2-Dash auf der Höhe von dem oberen Sägeblatt. Ja? Also auf der hier? Ja, genau, aber noch nicht machen? Nee, nee. Hier. Ja? Also so ziemlich hier. Ja, genau. Ja. Das machst du quasi, wenn es weg ist, so ein, zwei Sekündchen später. Okay. Dann schießt du nach drüben. Und da drüben sind einmal zwei stationäre kleine Sägeblätter. Von denen kannst du dich wegbouncen. Und dann hast du wieder einen Doppelsprung.
Und da musst du cool bleiben. What? Vielleicht musst du dann auch nochmal auf das Große im richtigen Moment schlagen. Und dann musst du nur nochmal nach rechts dashen und bist du durch. Und dann hast du deinen Checkpoint. Also jetzt da oben der Kreissäge hinterher dashen? Da waren sie. Ja, wie soll das denn gehen? Die Kleinen? Ja, oh, genau. Jetzt fängt man da unten wieder an. Ist das bitter. Also das ist eigentlich echt, im Vergleich zu dem Raum davor ist es gar nicht schwer. Nur beim ersten Mal schaffen wir diese Scheiße hier die ganze Zeit nochmal machen. Jetzt musst du das jedes Mal machen. Ich komme ein Stückchen voran, dann kommt wieder ein scheiß Try-and-Error-Part. Aber ich sag euch, wie es ist. Du bist gerade so gut vorangekommen. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt der drittschwierigste Abschnitt. Und sonst hattest du die ganze Zeit, bist du auch super gut durchgekommen. Du bist noch lange nicht bei der Crash Bandicoot-Zeit und du bist fast durch. Naja. Trust me, ich habe eine Zeit gestoppt. Ich schaffe die Stelle oben auch wieder nicht. Das ist halt die Scheiße. Das weiß ich jetzt schon. Und das ist halt das Demotivierende an der Sache. Ey, dieser Dash nach unten, der schikaniert mich hier die ganze Zeit. Aber ich glaube, er hat noch nicht einen Ausdruck benutzt, oder? Ich bewundere das. Der raubt mir einfach nur Lebenszeit. Würde es den nicht geben, wäre ich schon viel weiter. Ich merke da gewisse Aggression. Bist du das? Vielleicht. Hey Sebastian. Moment, ist es noch nicht fertig? Boah, naja, die muss ich mir ja überziehen. Wenn du mal ein bisschen die Luft machen willst. Okay, danke. Geh weg. Der ist so ein bisschen eklig auch. Baby, ich liebe dich. Mit Hass komme ich nicht weit. Yeah. Du hast einen Schalter umgelegt, jetzt fällst du runter. Ich soll runterspringen? Ja. Yep. Jetzt kommen noch so 2-3 Abschnitte und dann bist du durch. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Abschnitte jetzt noch kommen. Guck, ist noch man mal noch Statue. Nicht fertig? Ah, genau, der Abschnitt, der ist cool. Der macht Spaß. Cyberpunk-Key für GOG. Soll ganz gut sein inzwischen. Ja, das kann ich bestätigen. Gutes Spiel. Fick dich! Ah, ey, dass die Scheiße da oben auch noch lang geht. Mann. So kräftezehrend, diese scheiß Baby-Steps hier für 3 Stunden. Der vorletzte Abschnitt. Ja, cool. Und dann geht der letzte Abschnitt auch nochmal 1 Stunde. Geil. Jetzt ist er gebrochen langsam. Das hat mir auch schon so, Sorgen gemacht, wahrscheinlich der einfachste ruhig ist. Und sachlich er geblieben ist. Ich find's cool. Jetzt sieht man es auch schon ein bisschen im Gesicht. Ob das wirklich sein Gedanken ist. Oh, das ist es halt. Aber Respekt, dass er es durchzieht. Pizza-Time! Noch ein Cyberpunk-Key. Eine kleine Pizza-Pause? Nein. Let's go, Leute. Okay. Nach dem Abschnitt. Okay. Bei GOG einlösen. Oh Mann. Aber schwimmen ist mir links genauso kacke. Aber jetzt tut's dir leid. Galaxy of Gamers, GOG.com. Mann, ja, genau. Oh, komm. Aber ich behaupte mal, wenn du nicht weißt, was GOG ist, wird es zu spät. Ruckeln hätte nicht sein. Wir brauchen keine Switch Pro. Gut, old die normale Switch reicht aus. Die kann das auf jeden Fall. Geil. Ey, wegen so einer Scheiße habe ich keinen Bock hier. Okay, das ist jetzt mal nicht so oft vorgekommen. Aber trotzdem kacke. So, jetzt links rein dashen hoch. Rechts an die Wand. Oh nein. Oh doch. Das war gut. Alter. Sehr gut. Oh, ist das mies. Oh, ist das schwer, ey Leute. Ihr könnt nicht vorstellen. Yes. Und das ist relativ einfach, du schaffst es. Yes! Wow. Ganz mal rechts durch die Wand, da ist eine Statue und du hast einen Checkpoint. Das ist ja wahnsinnig schwer. Oh, wow! Pizza? Richtig, du hast dir die Pizza verdient. Oh, mir tut alles weh.
Hey Markus, ist richtig gut. Vor allem seelisch, Sebastian, dass du mir das antust. Jetzt krieg ich Hunger. Warum gibt's dieses Format? Warum wollen wir uns denn alle hassen? Warum tun wir uns das an? Aber ich hasse dich nicht. Ich musste mich nur. Ja, du willst rechnen. Dich jetzt aber rächen. Das ist eine Hasskette. Diese Hasskette. Das ist scheiße, das fühlt sich richtig kacke an, oder? Mann, ey, ja, ey, das ist das, was richtig demotiviert. Au! Fickt euch, ihr Scheißkäfer. Nein! Ah! Einfaches Mario-Level. Ist das zu viel verlangt? Wie lange er jetzt schon schafft. Das müsste ja. Das ist ja alles zusammengeschnitten und er muss ja immer wieder dann von den Checkpoints anfangen. Also, das müssen ja schon viele, viele Stunden sein. Wie der da am Stück gezockt hat. Brauchst du ein Bier? Ja. Und ich meine, ich muss wirklich sagen, Markus macht das richtig gut. Also bis zum Morgen war schlecht drauf, fehlt vielleicht das Bier in deinem Bauch. Trink ein Bier oder auch vier. Ich trink Bier. Du solltest öfter Bier holen. Was? Was? Du hast es jetzt geschafft? Ja. Alter, du. Ja. Naja, Hauptsache, Alter. Oh, aua, aua. Luft oder weiter? Nein, weiter. Gib mir Bier und weiter. Also auf jeden Fall einen ganz wichtigen Tipp. Oh! Schau, dass du bis zum Schluss, da oben ist eine Statue, schau, dass du bis zum Schluss möglichst viel Energie mit dir rumträgst. Oh, also nö. Du brauchst Seelenenergie. Oh. Und wenn du kämpfen, weißt du ja, wie das geht, potenziell, ne? Ja. Wenn du A drückst, haust du so einen Magieball raus. Ja. Mach mal. Genau. Merk dir das. Vielleicht brauchst du den noch. Wenn du den schweren Abschnitt geschafft hast, ja, der ein bisschen kacke ist, kommt vielleicht noch ein Boss. Oh. Ey. Aber das sind nur What? Zwei gleichzeitig. Es sind nur zwei Bosse. Ist nicht dein Ernst. Doch, aber die sind relativ easy. Oh nein, Mann. Du musst Pogo. Ey. Ah, ich verstehe, du musst Pogo von den hochkommenden Stacheln. Uiuiui, ja, das okay. Ist aber ja. Da drauf, ja, da drauf. Jetzt auf die. Alter, ist das mies. Jetzt ja. Auf das Ding. Ganz weiter. Bam. Oh, du musst wieder auf das, ja, mehrmals um das Timing zu dem. Sehr schön. Gut macht er das. Gut macht er das. Ah, ja, okay. Da oben an die gut, Decke genau. Gekommen, ja. Aber trotzdem. Markus, ein kleiner Hinweis noch, der mir eben gerade eingefallen ist. Geh wirklich, also volle Energie. Also wenn du nicht volle Lebensleiste hast, wenn die Bosse dich am Ende killen, ne? Weißt du, was dann passiert? Was denn? Na, du hast dann halt deine ganze Energie verloren. Was passiert, wenn du deine ganze Energie verloren hast? Nee, fick dich. Es ist mir gerade aufgefallen. Hey. Also stell sicher, dass du voll Energie hast. Wir wollen nicht, Moment, sehe ich das richtig? Wenn einfach. Man gegen die Bosse verliert... Aber stell sicher, dass du mit voller Energie in den dann Kampf fängt geht. Man nicht beim Checkpoint das an. Leid. Mir ist das beim vorher letzten, nicht aufgefallen. Sondern beim Path wirklich? Of Pain. Du schaffst das. Eingang. Du schaffst das. Ist nicht dein Ernst, Mann. Die sind wirklich einfach. Dann sind mehr oder weniger, keine Ahnung, wenn er jetzt 5 Stunden nur spielt. Mit voller Energie. Dann nur, sind damit du vorgewarnt bist. 5 Stunden am Arsch. Du schaffst das. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das du ist ja furchtbar. Das. Ey, ja, wenn du das Spiel halt hier so 1000 Stunden ja am Stück spielst, okay, dann kannst du jetzt hier noch so im Abschnitt noch kämpfen. In den letzten 4 Stunden habe ich nicht einmal gekämpft. Ich weiß. Und dann willst du, dass ich 2 Bosse nach diesem ganzen Scheiß hier hintereinander besiege? Ich will das nicht, das wollen die Entwickler. Und wenn ich die nicht schaffe, muss ich die ganzen Scheiß 4 Stunden nochmal spielen? Nein, du hast ja einen Shortcut. Also du musst nur 3 Abschnitte nochmal machen. Och, ja, okay, ja dann. Du hattest keinen Boss bei Crash Bandicoot, ne? Wollte ich nochmal dazu sagen. Boss, ja, Alter. Ich hatte die Alternative schon klar. Nicht.
Also bis jetzt war ich auf deiner Seite, aber jetzt... Ich kann mir das doch nicht aussuchen. Doch, du hast es dir ausgesucht. Genau, du hast es dir ausgesucht. Oh, Mann. Jetzt fliegt das Pad. Bereust du es denn schon, Sebastian? Ein bisschen. Ja, ich habe es halt tatsächlich ein bisschen kürzer eingeschätzt. Das waren doch ganz schön viele Abschnitte. Ja, dann doch einer mehr als man denkt. Du schaffst das! Markus! Kommt jetzt der Final Moment. Warten. Nein, 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 nein. Oh. Du musst, musst dieses Rad erwischen, wenn es wieder zurückfährt. Und jetzt. Und rechts. Und hoch. Ah! Oh. Aber das war's. Das war's. Ja, das okay. War's. Ja, 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 ja. Oh. Hey, dieser Fick. Ey. Alles klar, Sebastian macht es jetzt. Ich habe keinen Orientierungspunkt, weil ich nur gucke, dass ich diese scheiß Stacheln immer wieder treffe. Mhm. Mann, das ist so asozial, Mann. Lasst mich doch hier nicht 5 Minuten rum. Ey. So eine fucking Stelle einbauen, dann lasst mich die Scheiße hier nicht machen, Mann. Go. Ja. Ja. Wenn du da jetzt nach unten geschlagen hättest, hättest du es. Mann, es geht ja danach noch weiter. Ey, es ist ja nicht so, als wäre das die letzte Stelle. Na, doch, ist sie. Also, wenn du da drin bist, musst du nur noch einmal auf das Sägeblatt springen und rüber. Das ist leichter als das. Das ist jetzt die knifflige Stelle. Danach bist du so gut wie durch. Oh, ich fühle richtig mit. Es ist wirklich eine pure Qual. Aber Respekt, dass er es durchzieht. Nur für ein halbstündiges Video hier. Ach. Sitzt er da und quält sich 5 Stunden lang. Er ist 1000-mal schlimmer als Crash, ne? Yes. Wobei man sagen muss, es gibt halt auch unspielbar Folgen, wo das Spiel, also ich meine, man kann drüber streiten, ob das Spaß Mann. Macht, aber hier ist zumindest die Steuerung und so weiter ist ja eigentlich geil bei Hollow Knight, ne? Aber es gibt ja auch so unspielbar Folgen, wo es halt einfach nur so, ja, wo es einfach eklig ist zu spielen. Oh, yes, halten, bleib da! Ja. Jetzt rüber. Hey, come on, was ist denn das? Du kannst dich da halten. Du musst dich noch nicht bewegen. Wo muss ich mich halten? Auf diesem oberen Sägeblatt. Ja, Mario Sunshine zum Beispiel. Das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, ich soll weiterspringen. Wann? Du warst vor 3 Stunden, keine Ahnung. Aber das war's fast. Du musst dann nur noch einmal das Sägeblatt, das sich bewegt, erwischen. Oder die Mini-Helikopter-Mission bei GTA. Ey, da war noch so viel. Nein, da ist ein Gang. Ganz du musst nur in den Gang rein und dann fällst du runter und dann kommen da die beiden Gegner. Okay, ich juggle da oben auf dem linken Ding. Ja. Bis das untere wiederkommt. Genau. Also springe ich auf das untere. Ja. Und dann dash ich einfach nach rechts. Genau. Reicht ja nicht, ne? Die Stelle reicht ja nicht. Man muss ja danach noch weitermachen. Ey, fickt euch, wirklich. Ja, Mann. Lass Mann, es ey, raus. Das ist so maßlos übertrieben, was du hier machst. Ey, das wusste ich doch nicht. Du wusstest es genau. Nein. Ja, er macht es super. Guck mal hier. Eine zu früh. Aber die Stelle, die ist ja so unfassbar unfair, ey. Go. Go. Yes! Oh. Okay, schieße mit A, gell? Mach einen Platz. Okay, aber das sind mit keine dieser Bosse. Magie-Kacke. Das sind nur und den Rest kannst Gegner. Du weghauen. Also, aber, dass du ein paar Mal getroffen wirst, ist gar nicht so schlimm. Also A? Genau, mit A machst du halt diesen Zauberschuss, Feuerbällen weißt du? Killen. Okay, wenn deine Seelen aufgebraucht, wenn deine Seelen aufgebraucht sind, machst du das halt nicht mehr. Also ich krieg einen komplett weg, indem ich all meine Energie verbrauche. Müsste hinhauen, ja.
Ja, wenn nicht, musst du noch einmal zuhauen. Aber die schaffst du. Die sind echt nicht so schwer. Die fallen echt schnell. Das sind keine richtigen Bosse in dem Sinne. Das sind eigentlich nur Gegner, genau, die sie halt reinballern. Ja, das sind nur die Gegner sind eigentlich alleine nicht so schwer. Also kannst du eigentlich muss ich auch noch in eine Richtung drücken? Magic schnell ballern. Wenn du guckst, schießt du. Okay, ich schieß automatisch in die Richtung, mit die ich Brute gucke. Force genau. Also du kannst gucken, dass du ein bisschen ausweichst, ne? Aber ist nach auch nicht fünf schlimm, Stunden, wenn du ein paar Mal getroffen wirst. Du hast ja auch noch so Invisibility Path of Friends. Pain natürlich auch nochmal was anderes. Da ist wahrscheinlich jeder Scheißgegner schon ein Hindernis. Nein, was macht der? Schießen! Schieß doch! Schieß doch! Ja! Warum schießt du denn nicht? Da war doch der Schuss! Klar. Schieß! Nein. Volle Mana! Schieß doch! Was ist denn da Nein. los? Jo. Man muss A gedrückt halten, Sebastian. Wollen wir nicht sagen? Oh mein Gott. Was ist denn da passiert? Aber er hat doch geschossen. Okay, den fängt er. Oh, da kriegt er. Warte mal. Da schießt er. Bam. Kriegt von hinten zwei. Dann haut er. Schießt nochmal, nochmal. Und der hintere ist es halt, ne? Eieiei. Na, besser wäre es eigentlich, wenn du es schaffst. Das ist natürlich jetzt gut reden. Aber besser wäre es, wenn du über einen drüber springst. Und dann kannst du beide mit einem Schuss, weil der Schuss geht ja durch die Gegner. Aber trotzdem, ey, für mich zählt es auch als gemacht, würde ich sagen. Hat jetzt die Bosse nicht geschafft, aber den Path of Pain hat er geschafft. Muss A gedrückt halten, Sebastian. Hä? Nee, A gedrückt halten musst du eigentlich nicht. Aber ist egal. Wollen wir nicht sagen, du hast es damit geschafft? Ja, komm mal. Ey, ich kann doch nicht noch geschafft. Bosse machen, ohne Scheiß, Mann. Wo muss ich hin? Wo muss ich lang? Wo stehe ich denn hier? Wo ist denn das? Da war ich noch nie. Nach links, das war mal ganz am Anfang. Ey. Ey, ohne Scheiß, Sebastian. Ja, nee, wollen wir nicht sagen, dass du es damit geschafft hast? Das war doch die Herausforderung. Also, die Bosse noch machen, wirklich. Na, wie gesagt, ich wollte die ja auch gar nicht haben. Ich konnte halt nur nicht meinen Speicherstand. Ist das hier richtig? Ja, du musst nach oben links. Nach oben links? Ja. Ja, ich sag ja, wie gesagt, du hast es geschafft. Ja. Du musst da links. Ja, hier war ich noch nie. Nein, du musst. Nein, da war ich gestern. Wenn, dann musst du unten. Ein Try, du musst da alle links fünf durch Stunden die Wand. Kannst du ja. dich fighten. Aber du hast es doch geschafft, Markus. Ohne ey, das ist jetzt aber wirklich, das ist jetzt, ey, ich würde sagen, das war's. Ohne Scheiß. Du hast es geschafft, es ging darum und nicht um den Boss. Wie gesagt, ich wollte dir auch den Safe geben ohne den Boss, aber das geht halt nicht, weil der danach geschlossen ist. Aber du hast es geschafft. Darauf kommt's an. Ich würde sagen, aber du hast es bestanden. Ah, oh, der arme. Ey, das ist so. Ah, geil. Oh, nein. Es ist super krass, was er geschafft hat eigentlich, aber irgendwie fühlt sich so ein bisschen unbefriedigend an, weil es nicht so richtig ist. So. Also es ist schon richtig, er hat ja den härtesten Part eigentlich gemacht, die Bosse sind ja eigentlich nicht so schwer. Aber ich kann verstehen, dass er sich jetzt, es fühlt sich irgendwie, es fehlt das Feuerwerk am Ende so. Ach Mann, der Arme. Hey, sehen bestimmt alle so, ja. Ich sehe das so. Du willst Mann, das jetzt noch machen? Nein, lass mich ganz kurz nochmal hier. Ach komm, kein Bock mehr. Du hast es doch geschafft, Digga. Markus, das hast du sehr gut gemacht. Es tut mir sehr leid. Es tut mir alles ganz, ganz schrecklich leid. Ohne Scheiß. Lass das nie wieder machen. Also kein niemand von uns beiden. Niemand sollte. Ich sollte so leiden. Guck dir an, wie süß. Also die anderen spielen Mario und GTA. Das ist der Spirit. Das können, also wenn mich einer 5 Stunden in den Path of Pain schickt, ich würde ihn einfach würgen. Und die umarmen sich. Da kann ich noch was lernen. 6 Stunden noch krasser unterstrichen als ich. Wir sind die krassesten. Damit hören wir jetzt auf. So sieht krass aus. Helft uns, bitte. Ja. Machen wir Feierabend. Wir machen jetzt Feierabend. Um 1 Uhr. Ja. Tschüss. Tschüss.
Eieiei. Aber schönes Video, Path of Pain. Respekt an Markus auf jeden Fall, der da ja echt. Ich habe Super Mario Sunshine abgebrochen, das ist komplett richtig. Aber das war auch ein absoluter Kotz. Das hat aber vor allen Dingen, ich meine, Path of Pain hat ja wenigstens noch ein bisschen Spaß. Macht ja auch ein bisschen, es ist zwar auch anstrengend und so, aber es macht auch ein bisschen Spaß. Aber das, naja, wir gucken uns jetzt nochmal. Es nervt mich mit den, mit dem Bumper. Wo stellt man das ein, wenn eine Szene wechselt? Übergangsüberschreibung. Okay. Es ist so nervig. Okay, wir machen jetzt, gucken wir uns noch einen Speedrun. Path of Pain. 1,52. TAS? Was heißt denn TAS? FPS TAS made. Was ist denn TAS? Tool assisted. Achso, nee, nicht TAS. Was nimmt man denn jetzt hier? Hollow Knight, Path of Pain. Dann in 2 Minuten 30. Das sieht so einfach aus, wie der das macht. Aha. Wieso ist er denn jetzt auf die Charms gegangen? Es sieht so einfach aus. Dann fällt man schneller. What? Wow. Jesus. So macht der das. Guck, der macht da gar nicht den Crystal Dash. What? An der Seite? War das gewollt, die Klatsche? Der die Shotgun benutzt.
Wow. Moment, was passiert dann? Das ist alles, was man dann kriegt, oder was? Einfach so, dass die da aus dem Fenster gucken, oder was? Was ist das? Also wieder eine Mod, oder? Wow. Okay, das war's mit Hollow Knight Speedrun und anspielbar. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, jetzt machen wir erstmal Schluss mit Hollow Knight. Für heute. Wir gucken uns irgendwann noch den Speedrun an, den kompletten. Bis dann. Tschüss.